Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und es ist ja nun wirklich nicht mehr lange hin, bis wir das Winter-Update begrüßen können. Und zwar, wie lange ist es überhaupt noch hin? Es ist nicht mal mehr 2 Wochen hin, das ist eher so 1,5 Wochen. Besser gesagt, 9 Tage müsste es noch genau jetzt hin sein, wenn ihr dieses Video hier seht. Denn es kommt ja am 7. wird das Winter-Update kommen. Und es wurde ja jetzt auch schon gesagt, dass am Mittwoch dann neue Infos zum Schnee kommen werden. Und von daher tippe ich sehr stark darauf, dass wir Schnee eben nicht vor dem 7. bekommen werden. Aber warum mache ich eigentlich dieses Video? Ich wollte es eigentlich überhaupt nicht machen. Aber ich habe so viele Zuschriften auf Instagram bekommen. Fabi, guck mal, was ist denn da los? Und ja, wir hatten ja das hier gesehen. Wenn ihr euch fragt, was ist denn hier los, was soll das denn hier? Das erkläre ich euch gleich. Aber das hier ist nicht die einzige Stelle, denn auch im Dinotal ist das Ganze hier so. Oder auch noch in Hollowood. Das sind mehrere Stellen hier so hier. Und was ist das eigentlich? Ist das hier zum Schachspiel gedacht oder wofür ist das eigentlich gemacht? Darauf gehen wir jetzt zusammen einfach mal ein. Als allererstes wird ja stark vermutet, dass das hier ein Layer-Test ist, eben für den kommenden Schnee. Das heißt, dort war ja vor kurzem ein Weg da. Anscheinend hat Star Stable nämlich dort das Ganze so gemacht, dass dort so ein bisschen diese Sache bezüglich des Schnees oder anderer Texturen getestet wird. Denn das hier ist ganz klar so eine Platzhalter-Sache. Deswegen sind da auch diese farbigen Layer da. Das wird halt oftmals genutzt, um sowas eben da zu testen. Und bei Star Stable ist es eben so, dass viele Sachen noch sehr, sehr alt sind bei Star Stable. Und deswegen sind gewisse Sachen nämlich auch verknüpft. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass wenn manchmal eine Sache irgendwo in einem Bereich geändert wird, auch eine andere Sache mitgeändert wird. Und deswegen ist es nämlich sehr wahrscheinlich so, dass das zusammen nämlich mit dem Wintertest vom Schnee, dadurch nämlich dann auch hier diese Layer geändert werden. Star Stable wird sehr wahrscheinlich, das können wir nämlich jetzt dadurch auch sagen, mit neuen Ebenen experimentieren. Denn deswegen sind hier auch permanent diese kleinen komischen Fehler hier am Aufploppen. Warum ploppen die dann nämlich eigentlich auf? Naja, Star Stable testet wahrscheinlich an neuen Ebenen und wir gucken uns nämlich gerade mal auch nochmal das hier an. Denn Star Stable testet eben diese Schneeebene, die da sehr wahrscheinlich drüber gelegt wird. Und deswegen ist es nämlich an den Punkten, wo Teile dieser Ebene nämlich integriert sind, jetzt eben dieses gelbe Karo-Muster. Wahrscheinlich testet Star Stable an einer schon vorhandenen Ebene so ein bisschen rum, die dann einfach nur drüber gelegt wird. Und diese Ebene scheint aber nämlich bei Star Stable auch derzeit schon für andere Dinge verwendet, ja, dass sie das verwendet haben. Also ihr müsst es euch ungefähr so vorstellen. Wir haben hier den ganz normalen Boden. Und Star Stable wird dann sehr wahrscheinlich den Schnee einfach oben drüber legen. Und genau diese Ebene eben, die dann oben drüber gelegt wird, diese Ebene scheint eben schon in verschiedenen Stellen im Spiel benutzt zu werden. Und diese Stelle ist dann wahrscheinlich nämlich auch die Stelle, die wir dann eben bei der Starshine Ranch haben oder in Veildale oder hier teilweise auch eben in der Dinotalregion. Im Dinotal gibt es da nämlich auch schon so ein paar Stellen, die dann nämlich auch dieses Muster haben. Ich gucke jetzt mal, ob wir da jetzt ein paar sehen. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, wo das jetzt war. Aber ändert nichts an der ganzen Thematik, dass eben deswegen derzeit überall diese gelben, schwarzen Karo-Muster nämlich aufploppen.
Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, bis Star Stable das Ganze irgendwie reparieren wird. Reparieren wird da jetzt schwer, weil ich denke nicht, dass sie an der ganzen Wintersache noch so ein bisschen rum was ändern werden, sondern ich denke mal, dass es nämlich genau so bleiben wird, wie es jetzt dann derzeit erstmal ist. Deswegen dürften wir dieses schwarz-gelbe Karo-Muster so lange bei uns drin haben, bis Star Stable entweder den Ursprungslayer, also diese Ursprungsebene, trennt von der ganzen Sache oder bis Star Stable eben diese Schneeebene updatet. Und so lange ist es eben so, dass alles, was damit zusammenhängt mit dem Schnee, der dann kommen soll, nämlich dann auch immer dieses Platzhalter-Ding haben wird. Es könnte jetzt sogar dann sein, dass wenn jetzt dann der Schnee final angeschaltet wird, wir an den Stellen noch ein komischeres Muster haben werden, weil ja dann der Schnee auch nicht mehr eben dieses Platzhalter-Ding ist, sondern der Schnee ist ja dann final da und damit dann eben auch diese Platzhalterstelle eben dann in dem Schneemuster. Das heißt, es kann sein, dass wenn wir auch den Schnee ausstellen, wenn das möglich ist, dass wir dann trotzdem eben dieses Layer drüber haben. Also fassen wir das Ganze nur nochmal kurz für euch zusammen. Da ist nichts kaputt im Spiel. Es ist einfach nur eine Sache, die Star Stable noch von früher so als Kinderkrankheit mitnimmt. Das hatten wir zum Beispiel auch gemerkt, wenn Star Stable eine Pferderasse anpasst und dann teilweise NPC-Pferde eben mit dieser Pferderasse verknüpft waren und dann dadurch urplötzlich teilweise, zum Beispiel, bestes Beispiel war der goldene Lusitano im Zirkus, der dann einfach unfassbar rumgebackt hat, rumgeglitscht ist, und das ist nämlich hier auch der Fall. Also Star Stable passt gerade eine Sache an fürs Spiel und merkt eben jetzt nachträglich, oh shit, da ist ja eigentlich was verbunden mit der ganzen Sache, die wir auch jetzt schon dann ins Spiel bringen wollen. Und deswegen ändert sich dann eben auch genau das ab. Und wir haben dann eben genau diese Stellen. Also im Dino-Teil ist es definitiv auch. Da hatte ich auch schon Bilder davon bekommen. Ich kann leider die Stelle jetzt nicht genau sagen, wo es war. Aber das ist nicht eine Stelle, sondern das sind aktuell, müssten das um die 4 Stellen sein, die nämlich genau diese Broken-Mechaniken da drauf haben. Das heißt, macht euch da keine Sorgen oder irgendwas, da ist jetzt nichts mit eurem Spiel kaputt. Star Stable experimentiert einfach mit ihrer Schneesache rum, sodass wir dann sehr wahrscheinlich sogar, dass dieses Layer dann verändert haben werden. Ich bin sehr gespannt, wenn dann das Schnee-Update reinkommt, wie sich dann dieses Layer dann dort auch verändern wird. Wir hatten ja, bevor es dieses Schwarz-Gelbe gegeben hat, hatten wir an dieser Stelle ja dann dort so einen Weg. Das heißt, es kann sein, dass Star Stable da so ein bisschen mit ihren Wegen, die dann nämlich durch den Schnee gehen werden, da so ein bisschen experimentiert, dass wir dann da das Ganze so durchscheinen haben werden. Ich tippe sehr darauf, dass wir dann an der Stelle sehr wahrscheinlich dann dort einfach Schnee haben werden oder wie so ein Trampelpfad im Schnee haben werden. Denn irgendwie macht das dann am meisten Sinn, dass da dieses Layer eben dazu getestet wird. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall auf das Winter-Update. Bin auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ist euch das Ganze eigentlich schon mal aufgefallen? Wir hatten ja auch schon mal im Stream darüber geredet. Aber anscheinend verwirrt das doch sehr, sehr viele Leute gerade, was das dann eben ist. Und ich habe da einiges an Zuschriften bekommen. Also da nochmal eine Entwarnung für euch. Nichts bei euch ist kaputt. Da ist einfach nur das Star Stable eine Ebene, die dort eben ist, zusätzlich für gerade etwas verwendet wird und deswegen buggt es da eben ein wenig rum. Also Entwarnung, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann bewegen wir uns in großen Schritten auf das Winter-Update zu. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We
can reach.